Hallo und herzlich willkommen bei den Digicomp Tipps und Tricks. Mein Name ist Alex und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man wirklich, wirklich schnell HTML schreiben kann. Ich werde nämlich immer wieder mal gefragt in meinen Kursen, du, Alex, wie könnte ich meine Zeit, die ich mit dem Tippen von HTML-Code verbringe, optimieren? Und das zeige ich euch am besten gerade bei mir auf dem PC. Auf der Webseite emmet.io, ich bin gerade schon bei /download, seht ihr, dass es ein Tool gibt namens Emmet, steht da Tools for Web Developers. Es ist ein Plugin. Das gibt es für ganz, ganz verschiedene Programme, wie zum Beispiel Sublime Text oder auch für Notepad++ oder für Adobe Dreamweaver als Plugin. Das heisst, ihr müsst euch nicht an ein neues Tool gewöhnen, sondern nur an eine neue Art, wie ihr codet. Ich zeige euch Emmet heute unter JS Fiddle, weil das funktioniert mittlerweile auch. JS Fiddle habe ich hier offen im Browser. JS Fiddle ist ja die Möglichkeit, um online schon mal ein bisschen HTML, CSS, JavaScript auszuprobieren und zu schauen, was dabei rauskommt. Uns geht es aber um Emmet. Möchte ich einen HTML-Tag schreiben für einen Hyperlink, dann müsste ich ja eigentlich anfangen zu schreiben, href ist gleich, alle, die das schon mal gemacht haben, kennen das. Relativ mühsam, ihr seht, JS Fiddle ergänzt aber schon mal schön den Schlusstag, den abschließenden Tag. Mit Emmet im Hintergrund läuft das super einfach. Ihr schreibt es an und ihr drückt die Tabulator-Taste. Schon habt ihr den ganzen Tag da. Der Cursor befindet sich gerade direkt im Attribut drin, wo ihr könnt weiterarbeiten könnt. Nichts leichter als das. Es gibt aber noch mehr. Wenn das A bitte soll in einem LI drin sein, also in einem List-Element, kennt ihr vielleicht sogar die Syntax von CSS, die sagt, List-Element beinhaltet ein A. Achtet da bitte darauf, dass man in Emmet eben keine Abstände macht. Das kann ein Stolperstein sein. Ihr schreibt also LI grösser als A und drückt dann am Schluss Tab und schon habt ihr ein LI und im LI drin ein A. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das LI soll ja bitte in einem UL drin sein. Also schreibe UL grösser als LI grösser als A und drücke am Schluss der Zeile Tab. Oh, wunderbar. UL ist da, das LI ist drin, aber ich habe nur ein LI. Auch mit Emmet ist das kein Problem. Ich schreibe hinter dem LI an ein Sternchen, sozusagen multipliziere das mit 5 und klicke dann mit Tab wieder Emmet an und habe so 5 LIs in meinem UL drin. Und so zum Schluss zeige ich euch noch, dass Emmet eben wirklich sehr, sehr mächtig ist. Es baut auf der CSS-Syntax auf. Das heisst, wenn ich beim A angegangen und die CSS-Syntax nehme für Attribut, kann ich da sogar angehen und sagen, ich hätte gern, dass das href von dem A immer Seite.html ist. Aber ich möchte gerne, dass Emmet für mich automatisch aufzählt. Nehme ich den Dollar als Stellvertreter für die Zahl. Und wenn ich den Tab drücke, dann seht ihr ein UL mit 5 LIs drin, ein Hyperlink drin und href ist gerade schon ausgefüllt mit Seite 1, 2, 3, 4, 5. Schön, oder? So viel zu Emmet. Ihr könnt Emmet brauchen als Plugin für Notepad++, für Sublime Text oder für Adobe Dreamweaver. Ihr könnt Emmet brauchen, um euch Zeit zu sparen beim HTML-Code. Wenn ihr mehr zum Thema HTML möchtet lernen, wäre ich froh, wenn ihr mal bei mir in einem Kurs vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Digicomp-Tipp und Trick. Ciao miteinander.